Candy! Ich meine natürlich Sandy. Ich heiße Candy, mit hartem C. So hart wie das Karamell in Großmutters Süßigkeitenschale. Danke, dass ihr den Strom wiederhergestellt habt. Wir suchen nach meiner Hausschnecke Gary. Er hat sich verirrt und wurde vermutlich von einem Monster gekidnappt. Hast du ihn gesehen? Dein Tierchen habe ich nicht gesehen, befürchte ich. Aber dieses Monster, man behauptet, sein Versteck wäre im Museum. Es ist gefährlich, aber das ist vermutlich deine beste Chance, deinen kleinen Freund zu finden. Klingt vernünftig. Wir sollten das Monster fragen, ob es Gary gesehen hat. Patrick, ich glaube nicht, dass Monster reden können. Wisst ihr was? Mein kleines Monstertheater ist hinüber. Macht es euch was aus, mir dabei zu helfen, es wieder herzurichten? Wenn ihr mir helft, dann öffne ich den Weg zum Museum für euch, damit ihr nach diesem Monster und eurem Freund suchen könnt. Das gefällt mir nicht. Aber wenn auch nur die Chance besteht, dass Gary bei diesem Monster ist, bleibt uns keine andere Wahl. Oh, armer Gary. Reparieren wir das Theater. Und jetzt mach dich mit deinem schwebenden Kumpel auf die Flossen, bevor das Publikum kommt. Mit diesem lustigen Ballon kann man keine Gruselshow veranstalten. Dass diese Busfahrer jemals ihren Führerschein gemacht haben. Wie retten wir Gary, ohne dass die Monsterschnecke uns sieht? Gary ist die Monsterschnecke. Oh, sie werden so schnell groß, oder?
Diese riesigen Schokomengen führten zu einem Zuckerrausch. So können wir ihn nicht mitnehmen. Erst müssen wir ihn vom Zuckernachschub abschneiden. Schon dabei, Kumpel! Museum zum Einstürzen. Er muss hier raus, bevor wir alle unter Trümmern enden. Aber Gary ist noch riesig. Keine Sorge. Er wird bestimmt wieder ganz normal, wenn wir zurück zu Hause sind. Ich hoffe, du hast recht, Patrick. Ich hab doch noch nie falsch gelegen. Ich glaube, ich liege ausnahmsweise mal falsch. SpongeBob. Ah, hallo, kleiner Hauptnotiz.